einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Das Wichtigste zuerst, schauen Sie mal raus, es scheint die Sonne. Das verspricht also ein schöner Tag zu werden. Ich würde sagen, das haben wir uns alle verdient. Ja, wir sind hier in Catania, das ist die zweitgrößte Stadt Siziliens und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadt hat auch eine sehr interessante und umfangreiche Entstehungsgeschichte, die bereits ca. 729 vor Christus begann. Also wirklich sehr viel Historie, die es hier zu begutachten gibt. Ja, Catania liegt am Fuße des Ätnas. Man kann also sehr schön wandern hier. Es gibt einen bekannten Elefantenbrunnen zu bestaunen oder auch eine prächtige Kathedrale. Die Altstadt wurde fast völlig durch den Vulkanausbruch 1669 und dem Erdbeben 1693 zerstört und dann vorwiegend im Stil des römischen Barock unter der Federführung des Baumeisters Giovanni Battista Vaccarini wieder aufgebaut und lädt dementsprechend mit beeindruckenden Bauwerken zum Flanieren ein. Ja, jetzt haben Sie einen ganz kurzen Überblick bekommen, wo Sie sich hier befinden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Erkunden dieser tollen Stadt. Alle Mann an Bord heißt es heute um 19.30 Uhr. Sie haben also auch entsprechend viel Zeit. Und wie gesagt, das Schiff ist noch nicht freigegeben, wird aber jeden Moment soweit sein. Und das wird Ihnen der Kapitän dann natürlich umgehend mitteilen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Unsere Dreiseiterin ist die Katja, die uns heute über den Tag bringen wird. Und unser Busfahrer ist der Camello. Ja, danke Christel. Dann benvenuti in Sicilia. Willkommen auf Sizilien, meine Damen und Herren.
mare, mamma mia, mi maritare. Picchia mia, coda dare, mamma mia, passaggi tu. Sotto il mio pizzaiolo, il giovane, il giovane.